Moin moin meine lieben Freunde, was geht? Und ja, willkommen zu diesem kleinen Video zu Warhammer Online. Ich habe ein kleines Video dazu gemacht, dass in Zukunft wahrscheinlich ein neues Warhammer MMO kommen könnte. Und ja, habe von diesem Projekt hier erzählt. Das ist eine Art Privatserver, da die offiziellen Server offline sind, mit einer aber sehr aktiven, für Verhältnis halt, Community. Und momentan gibt es da wieder ja auch ein bisschen Content auf TikTok und YouTube Shorts. Und ich wurde gefragt, ob ich hier mal reingucken kann. Und das machen wir heute. Das Ganze ist natürlich kein 40k, wie ihr hier schon seht, sondern ist im Fantasy-Setting. Und ja, wir können uns jetzt hier entscheiden, ob wir auf der Seite der Ordnung kämpfen, ne? Zwerge, Imperium, Hochelfen oder der Armee der Zerstörung beitreten mit Dunkelelfen, dem Chaos und den Grünhäuten. Wir können mal kurz durchgehen, was wir hier alles so haben. Und wenn ihr Bock habt, dass hier zu mehr kommt oder wir vielleicht sogar eine kleine Gilde hier machen, wer weiß, dann ja, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben hier auf jeden Fall den Runenpriester, Eisenbrecher, den Slayer, den Maschinisten. Dann haben wir bei den Menschen, beziehungsweise Imperium, unser Imperator Karl Franz, ein Hexenjäger, Feuerzauberer, Sigma-Priester und Ritter des Sonnenordens. Schick, schick, schick. Aber, das ist immer noch die Ordnung, ne? Bei den Hochelfen haben wir Erzmagierin, Schwertmeisterin, Schattenkriegerin und eine weiße Löwin. Alles hier sehr, 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 sehr Fantasy-mäßig. Armee der Zerstörung, Dunkelelfen. Hexenkriegerin, Zauberin, schwarze Gardistin und Jüngerin des Kane. Die finde ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, das Chaos. Schöne Chaoskrieger hier. Dort haben wir Auserkorener, Chaosbarbar. Sieht irgendwie auch cool aus. Einen Magus und ein Zelot. Und zu guter Letzt, weil wir wissen ja, das Beste kommt zum Schluss, die Grünhäute. Und ja, hier haben wir ein Spalter, ein Schwarzorg, ein Squid-Treiber und ein Schaman. Und ja, wir müssten natürlich ins Klischee reingehen und einen Ork spielen. Jetzt nur die Frage, spielen wir einen Schwarzorg, das sieht sehr tankmäßig aus, oder einen Spalter? Wobei ich tatsächlich auch Bock hätte auf, war das hier eben gerade? Magus, Zelot. Ne, bei den Dunkelelfen, ne? Ich hätte auch tatsächlich Bock auf hier so eine Jüngerin des Kane. Jünger des Kane. Aber nee, komm. Komm, wir bleiben hier, wir bleiben uns treu. Und wir gehen rein mit den Grünhäuten. Und zwar mit einem Spalter. Da sind wir. Das ist der gute Hobbyhotel hier. Mal gucken. Name sollte ja eigentlich noch da sein. Wir machen hier mal ein bisschen Zufall. Orks sehen nämlich immer cool aus. Und da geht es auch schon rein in das Ganze. Ich spiele das hier relativ blind. Ich habe das irgendwann mal vor 100 Jahren, habe ich mir das mal runtergeladen, reingeguckt. Und dann auch nicht groß weitergespielt. Deswegen ist das hier relativ... Oh, ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eigentlich eine Audio sein soll. Aber uns wird hier, glaube ich, gerade so ein bisschen das Lager einfach gezeigt. Und wir haben da auf jeden Fall gerade schon andere Spieler gesehen, die auf einem Eber geritten sind. Und ja, hier sind wir drin. Wie wir es kennen, natürlich in feinster MMO-Manier, ja? Also Leute, die WoW spielen und sowas, die kennen das Ganze hier. Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen, ja, im Vergleich jetzt zu WoW, ein bisschen clunky an. Aber gut, das Spiel ist ein Privatserver. Oh, hat auch schon das eine oder andere Jahr, auf dem Buckel. Und deswegen will ich dazu nichts sagen. Aber ich kenne Spiele, die aktuell rausgekommen sind, die da immer noch deutlich, deutlich schlimmer sind. Okay, hier haben wir die Map. Sehr schön, sehr schöne Illustration hier. Hier unten steht, was wir machen müssen. Okay, dann haben wir die Fähigkeit Stürmen. Ja, macht uns ein bisschen schneller. Und Fliehen. Macht uns anscheinend ebenfalls schneller. Zwei Angriffe und hier unten Berserker-Rausch.
So, dann gehen wir noch mal rein und greifen hier einfach mal so ein paar Eidwachen an. Okay, ich kann meinen Spalter werfen bis jetzt und habe einen Nahkampfangriff. Relativ simpel. Ja, wie man es halt kennt bei MMOs, ne? Man läuft hier ein bisschen rum. Man tötet Monster, die sich hier warum auch immer nicht wehren. Jetzt habe ich den Berserker-Wut. Okay, wenn ich in so einem Rausch bin, mache ich anscheinend mehr Schaden. Ist so ein kleiner Buff für mich. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, jetzt werde ich auch angegriffen. Na komm. So. Die haben auch alle hier schön was. Wir nehmen die nochmal mit. Auch wenn wir die Quest, glaube ich, eigentlich schon fertig haben. So. Können wir nämlich hier vorne schon direkt abgeben. Beim guten Krenz. Okay. Fertig. Ah, okay, manche Sachen, die Quests sind dann hier trotzdem noch auf Englisch übersetzt. Und nicht auf Deutsch. Das heißt, wir haben jetzt hier einen kompletten, bunten Mix. So, was müssen wir machen? Barrels opened. Das bedeutet, hier müssen wir looten. Okay. Relativ easy. Mal gucken, was da drin ist. Na? Sehen wir, was hier drin ist überhaupt? Nö. Naja, ist auch nicht so schlimm. Hier sind auf jeden Fall nackte Zwerge. Warum auch immer. Ach, ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. So. Aha. Okay. Nach dem dritten kommt hier auch einer raus. So. Können wir auch wieder abgeben hier das Ganze. Ja, ihr seht schon, es ist relativ simpel, muss ich sagen. Spielen abends so 1500 Leute auf dem Server, wo man auf der einen Seite sagen kann, okay, das ist jetzt ja nicht ganz so viel. Aber, und das muss man ja auch immer bedenken, es ist schon ein sehr, sehr, sehr großes Nischending, ne? Von einem MMO, was halt offiziell nicht mehr existiert, aber die machen hier noch Sachen dran, habe ich gesehen. Also tatsächlich auch neue Inhalte und sowas ganz Cooles. Und es ist ja dann auch irgendwo unsere Aufgabe, also mit uns meine ich Warhammer Content Creator, hier so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken, ne? Und ich meine, wenn 20 Leute von euch sagen, ey, ja doch, das ist irgendwie finde ich das cool, das Spiel, das hat ja irgendwie was. Selbst wenn nur 20 Leute dazukommen, ey, bei 1500 Leuten können 20 Leute ganz schön was ausmachen, ne? Muss man ja dazu sagen. So, was müssen wir jetzt hier überhaupt machen? Ich muss hier irgendwas unlocken. Bloodsun-Banner. Was ist das hier? Blutige Sonnen-Banner. So, das haben wir auch gemacht. Nehme ich doch mit. Ist das ein anderer Spieler hier? Nee. So, wo gebe ich das denn ab? Ach, hier. Ja. Oh, da hinten ist jemand gespawnt. Ein Schwarzorg. Der hat Bock, was Neues zu machen. So, perfekt. Das haben wir. So. Dann haben wir hier neue Quests oder was zum Abgeben auf jeden Fall. Probier das mal. Das probiere ich doch gerne. Ich liebe diese Ork-Sprache sehr gerne. So. Hier muss man das noch abgeben, ne? Aha. Guck mal, gibt sogar Schuhe neue. Das ist doch wunderschön. Neue Schuhe. Beziehungsweise überhaupt mal Schuhe. Die nimmt man doch gerne mit. Okay, jetzt müssen wir da wieder runter. Müssen Chopper einsammeln. Und Sachen anklicken. Diesen Erdhaufen hier. Und wahrscheinlich die Statue da. Gorkefalken. Ja. Das machen wir doch mal direkt. Ich habe auch eine neue Fähigkeit. Okay, das kriege ich aber nur, wenn ich im Berserker raus bin. Und ist... Okay, sah aus wie so ein Flächenschaden. Aber ist es wahrscheinlich gar nicht. Schade, schade. Na komm, loote doch mal hier. Zack. Zack. Die Kupfermünzen werden mitgenommen. So. Und dann geht's hier direkt rein. Ich muss schon sagen, na, die NPCs sind ein bisschen dumm. Okay, ist natürlich auch das erste Gebiet hier. Also da darf man doch nicht zu viel erwarten. So, jetzt haben wir hier schön die
Statue mit Scheiße eingeschmiert. Beziehungsweise, es wird der Schlamm gewesen sein, den wir davor eingesammelt haben. Aber in meinem Headcanon hat mein Ork das Ding da gerade mit Scheiße eingeschmiert. Würde ja auch irgendwo mehr Sinn machen, würde ich jetzt einfach mal sagen an der Stelle, ne? So, okay. Zack. Das haben wir doch geschafft hier. Sehr, sehr, sehr schön. Ich fühle mich hier gerade wieder wie 12. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so noch richtig Let's Plays geguckt hat. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Ding ist. So Let's Plays von Gronkh und Pietsmeet und wen es da nicht alles gab. Gibt es ja gefühlt nicht mehr. So. Der hat einen Shop an der Hand. Kann ich den dann das abnehmen? Ja. So muss das gemacht werden. Okay, okay. Okay, ich muss sagen, ich kann verstehen, warum das gerade so ein bisschen wiederkommt. Weil jetzt, wo man auch ein bisschen gekämpft hat, es ist gar nicht so schlimm. Und PvP soll hier relativ so ein Ding sein. Also, ich sehe auf jeden Fall immer relativ viele eher PvP-lastige Videos zu dem Ganzen. Was ja auch grundsätzlich jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Ja. Mal gucken, mal gucken. Rettet die Spalters. Was haben wir gemacht? So. Da gibt es einen Gürtel gleich. Sauber, sauber, sauber. So, wir müssen jetzt hier aus unserem Lager raus zum nächsten. Und da Pilze sammeln. Warte mal, versklavtes Lastenpferd. Ui. Uiuiui. Ui. Wir haben hier sogar schon einen Pony. Okay, das sieht von den Proportionen her. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gesund ist für das Pferd, aber naja, was muss, das muss, ne? So, hier haben wir schon mal Squigs und noch ein paar andere Orks. Aber wir müssen hier rein in die Pilzhöhle. Und ein paar Grotz aus Wallhauen anscheinend. Hallo? Greif an. Ich befinde mich zu nah am Ziel. Aha. Alter. Okay, leider nicht für meine Klasse. Ich wollte gerade sagen, wir hätten hier direkt schon was Gutes gedroppt. Ein paar schöne Handschuhe. Aber naja, nicht für uns. Okay, jetzt geht die Performance hier gerade so ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Spiel liegt, weil wir jetzt in der Höhle sind. Oder weil ich nebenbei aufnehme. Aber ich glaube, ich hatte gerade so ein bisschen FPS-Drops. Naja, das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. So. Aber irgendwie kämpfen die teilweise nicht zurück hier, die Monster, ne? Ach, jetzt auf einmal. Na ja, gut. Ja, wo kommen jetzt die ganzen Squigs hierher? Die waren eben noch nicht da. Okay, jetzt sind wir hier doch schon mal in so einem kleinen Handgemenge wenigstens. Wo kommen die jetzt auf einmal her hier? Was haben wir gemacht? So. Oh! Da kam ein anderer Spieler vorbei, hat uns geholfen. Sehr nett von ihm. Von Stänkerer. Ich frage mich, wie die deutsche Community hier ist bei dem Spiel tatsächlich. Also, ob es hier auch eine deutsche Community gibt oder ob ich jetzt hier der einzige deutsche Ork bin, der hier durch die Gegend läuft. Na, mal gucken. So, die Pilze haben wir. Fehlen noch 4. So, das nehmen wir mit. Hier haben wir welche. Smelly, genau. Ach, die greifen uns gar nicht an. Oh, doch. Okay, die greifen uns an. So. Wir brauchen jetzt noch die Tasty. Wir haben bis jetzt nur die ganzen Scheißpilze. Ah, das hier werden die Tasty sein, ja. Nehmen wir doch die lilanen Pilze auch nochmal mit. Die ein bisschen besser schmecken sollen hier. So. Gibt es einen Ruhestein, um hier gleich wieder rauszukommen? Buch des Bindens. Anscheinend schon, ja. Es ist doch ein bisschen wie bei WoW. Was für mich eine sehr positive Sache ist, würde ich sagen. Okay, wir sind jetzt wieder im Startgebiet und können jetzt leichter die Quest abgeben. Dafür gehen wir wieder auf unser versklavtes Pony. Da wäre es wahrscheinlich doch schneller gewesen, einfach wieder rauszulaufen. Irgendwie
es sieht doch so aus von der Animation, als ob da so gar keine richtige Geschwindigkeit so aufgebaut wird. Wisst ihr, wie ich meine? Das sieht so langsam aus irgendwie. Aber gut, das könnte natürlich auch am massiven Übergewicht unseres orkigen Freundes hier liegen. Aber ich stelle jetzt gerade nur Vermutung auf und das wird mir dann wohl nochmal sagen dürfen. So. Crazy Gits. Ja, die habe ich schon gesehen hier. Den Gürtel, den nehme ich jetzt aber mit hier. Zack, zack. Nur ausgerüstet mit einem Gürtel und ein paar Schuhe. Wie sich das gehört. So. Jetzt haben wir erstmal noch einen Haufen Quests, die wir annehmen können. Und ein paar schöne Katapulte. So, das nehmen wir hier alles mit. Hier kommen die Quests rein. Das könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir hier ein großes Gebiet, wo wir ein bisschen was machen müssen. Kann ich das Katapult benutzen? Nö. Okay. Oh doch, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn jetzt? Feuerkraft kann ich einstellen? Den Wind? Okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Aber... hat das irgendwas mit PvP zu tun? Vielleicht irgendeine PvP-Sache dann? Falls ja, war die Mechanik auf jeden Fall ganz cool. Okay. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich anquatschen und alles niedermähen, ne? Oh Gott. Ja, die Einführung haben wir schon gemacht, ja. So. Manche davon haben wahrscheinlich was. Manche nicht. Hier ist auf jeden Fall alles so ziemlich tot, würde ich sagen, gerade. Wer ist er? Ich glaube, das hat irgendwas mit PvP hier zu tun. Naja. Okay, was haben wir hier? Was müssen wir jetzt hier machen? Da vorne sind Zwerge. Ah, hier ist eine Chest. Hier ist doch der ein oder andere Spieler ist hier, ne? Wenn man sich das hier gerade so anguckt. Warum kann ich ihn nicht öffnen? Muss ich erst mal einen Pony runter? Oder weil das jemand anderes gerade macht? Chest. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall doch, ja, so der eine oder andere Spieler ist hier. Man sieht mehr als bei WoW im Startgebiet aktuell. So, Bindepunkte setzen, das machen wir jetzt auch mal. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Haufen Quests zum Annehmen. Wir nehmen es auch erstmal alles an. Was hatten wir hier noch gerade? Einflussbelohnung. Ich glaube, Einfluss haben wir hier noch nicht so viel. Aber einen Haufen Quests, okay. Dann gehen wir erstmal da in die Richtung weiter, gucken mal, was wir hier noch erledigen können. So. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine öffentliche Quest. Und die startet in einer Minute. Mit ihm hier. Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier noch eine Minute warten. Und dann geht's los. Dann können wir in der Zeit schon mal gucken, was man hier sonst noch hat. Irgendwelche Skirmische? Oder Szenarios? Ist das dann PvP? Ich trag mich da einfach mal ein. So. Ranked Leaderboards. Kann man hier schon irgendwas sehen? Nö. Ich auf jeden Fall nicht. Weltkarte. Okay. Die Weltkarte hier zeigt auf jeden Fall, gegen wen man kämpft anscheinend. Hier haben wir das Gebiet Zwerge gegen Grün heute. Imperium gegen Chaos, Hochelfen gegen Dunkelelfen. Aha. Das ist ja auch mal eine interessante Art und Weise, was anzugehen. Okay. Ah, oh. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir richtig direkt Fetzerei. Wir müssen hier irgendwas machen. 25 Skricks müssen wir töten hier mit den ganzen Leuten hier. Das machen wir doch gerne. Komm, zack. Das erhöht auch nochmal gut den Einfluss. Alles, alle zusammen hier und dann am Ende kann man wahrscheinlich die Kiste öffnen, ne?
das ist ja eine wirklich nette Sache, muss ich sagen. Also, falls ihr Bock habt auf so ein Spiel, schaut euch das gerne mal an. Das ist nicht so bad. So. 6 Stück noch. Sehen wir oben rechts an der Karte. Zack. Noch 4. Das werden jetzt wahrscheinlich die anderen erledigen. Na komm, ich werf auch nochmal was rein. 2 Stück noch. Noch einer. Wo ist er? Da drüben. Der wird jetzt hier auch weggefetzt. Zack. Collect Beer Barrels. Jetzt müssen wir hier noch Bier einsammeln. Das ist ja... Das ist eine ganz nette Sache hier. Also das ist ja wirklich nett. So, das erhöht auch immer schön unseren Einfluss. Das wird sowas sein wie Ruf, sage ich jetzt mal. Wo man dann halt ja auch dementsprechend noch Belohnung bekommt, ne? Und ein paar schöne Sachen kaufen. So. 2 Beer Barrels müssen jetzt noch gesammelt werden. Das machen hier die anderen wahrscheinlich. Eins fehlt noch. Ah ne, hier vorne, kleiner Bosskampf. Zack. Dulgrek Eisenmähne. Harter Kampf hier gegen die Zwerge jetzt. Die Orks sind auf jeden Fall die besseren. Das kann ich schon mal sagen jetzt. So. Würfel um öffentliche Questbeute wahrscheinlich. ÖQ. Das bedeutet, jetzt können wir hier die Kiste öffnen. Können das mitnehmen. Was ist da drin? Ui! Okay, okay, okay. Wir können uns was auswählen hier. Schultern. Eine Brust. Warthogs. Eine Waffe. Einiges an Kram. Wir nehmen hier die Waffe. Einen schönen Chopper haben wir jetzt hier, einen neuen. Ich habe den ersten Platz erwürfelt. Also das ist ja... Das ist ja hier richtig top. Für den Videoeffekt, ja? Also schön zum Vorführen. Zack, zack. Hier direkt auch noch das, das Ding gewonnen. Und eine schöne Tasche bekommen. Beziehungsweise eine schöne Waffe. Eine neue. Wo kann ich denn die sehen? Charakter, hier. Ui, guck mal, wie schick wir aussehen. Ja. Stärke und Kampfgeschick. Aber so will ich eigentlich mal aussehen. Wie der Blutsonnen-Kriegsstampfer. Aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt. So, mein Bester, was kann ich für dich tun hier? So. Was soll ich machen? Ich könnte natürlich auch einfach mal lesen. Aber ich reite hier viel lieber rum. So, Shiny Mushroom. Den holen wir jetzt erstmal da vorne weg. Viele Quests. Guck mal, wir könnten das gleich hier nochmal machen. Das sind unsere Leute, die hier mitgemacht haben. Slop. Bei Slop sehe ich mich tatsächlich. Was hat der so für mich? Eine Aufgabe, okay. Pile of Junk müssen wir hin. Nehmen wir doch. Erfüllt. Oha, ein Snotling. Alter. Eine Menge Spalten. Okay, ich habe jetzt Flächenangriffe. Beziehungsweise einen Flächenangriff. Aber den brauchen wir ja auch. Das waren ja doch ein paar mehr. Oh, das sind echt ein paar mehr. Okay, okay, schaffen wir es? Ja, wir haben es natürlich trotzdem geschafft. So. Warte, was war das denn jetzt hier gerade? Ach, eine Chaos-Axt. Schade. Shift-Rechtsklick zum Verbessern? Ach, ich will es gar nicht wissen wahrscheinlich. Das ist ja alles noch relativ deep dann. So. Achso, die... Ne, verfügbare Quest. Haben wir hier eine neue? Na komm, die nehme ich auch mal mit. Immer erstmal alles annehmen. Und dann überfordert sein. Das, so, das ist die Hauptsache. So macht man das. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Muss ich hier lang irgendwie. Okay. Noch mehr Quests.
Wenn man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. So soll es doch sein. Ja, aber ich muss sagen. So bis jetzt. Okay, hier lernen wir dann wahrscheinlich gleich, wie man Sachen verbessert. Aber erstmal kill ich jetzt hier was. Den Big Boss. Den suche ich mir direkt raus. Weil man muss immer direkt auf den Boss gehen, habe ich gehört. Achso, der wehrt sich eh gar nicht. Ja, dann ist er eh egal. Oh. Okay, ich töte einfach alle. Ich dachte, ich brauchte irgendwas für eine Quest. Egal, ich töte die einfach mal alle. Was soll's, wenn sie sich eh nicht wehren, ne? Dann nimmt man die doch mal mit hier. Ist ja auch Gold. Ah, ne, das hier braucht man. So. Zack. Erfüllen. Nehmen wir alles mit. Zack, zack. Ich bin größer geworden. Warte mal, werden Orks größer mit Levelanstieg? Achso, das lag ja in diesem Berserker-Rausch. Okay. Gerade schon gewundert. Das sind die kleinen Details der Lore. Schön. So, okay. Das Ding können wir hier direkt wieder abgeben. Ja. Machen wir auch. Da vorne wollen wir es noch abgeben. Welches Level sind wir jetzt eigentlich mittlerweile? 4. Oh, immerhin. So, Gems. Fehlt 2. Wir brauchen Leben und Stärke. Ja. So. Und jetzt können wir hier Gems irgendwie in unsere Sachen machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Achso, nee, das hier können wir verbessern. Aber das hier nicht. Dann packen wir es hier einfach rein. Ja, okay. Können wir zwar nicht tragen, aber für die Quest. Okay, wir brauchen noch irgendwas, wo ein Slot ist. Ah, hier. In die Schuhe. Was ist da jetzt drin? Ja. Warum haben wir die Quest dann nicht fertig? Ha. Dann speak to Nastop der Mangler. Wo ist der Mann? Okay, keine Ahnung, wo sich der Mann versteckt. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Naja. Wir werden ihn schon finden. Erstmal verkaufen wir hier mal ein bisschen Kram. Was wir hier nicht brauchen. Weil wir stehen über den Ding. Aber was war das hier gerade? Gegenstände einfärben. Ach was. Können wir uns jetzt hier richtig die Schuhe... Ei. Okay, das können wir jetzt noch nicht machen, weil wir dazu kein, wie heißt das, kein Silber haben. Aber wir könnten uns hier komplett, sorry, nice einfärben. Und dann dementsprechend unseren eigenen Clan so machen. Sauer, das ist eine Sache, die hat WoW bis heute nicht. Naja, okay. Okay, wir müssen hier wieder zurück. Um die nächsten Quests zu machen. Aber ich würde auch sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Fürs nächste Mal. Junge, ich kann nicht reden. Vorausgesetzt, ihr habt da Bock drauf, dass wir hier nochmal ein bisschen rumlaufen und ein paar Quests machen. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so doof. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier gespielt. Und ich muss sagen, die halbe Stunde hat mich schon unterhalten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das mit ein paar Leuten spielt, dass das hier tatsächlich auch ein relativ gutes Spielerlebnis ist. Ja, wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst und so. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. So von der Optik her, was ihr jetzt gesehen habt. Ob ihr es vielleicht schon mal selbst gespielt habt. Ich packe euch den Link zu dem Spiel mal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, ne, The Hobby Hotel, könnt mich adden. Ich will mal eine kleine Gilde auf oder so. Spielt ab und zu mal eine Runde. Deswegen schaut doch gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Gorg und Morg beschützen in dem Fall.